Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht zu Ostern. Ostern, unsere zweite Chance. Der Bibelvers für heute steht in Matthäus 28, Vers 7. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Als Jesus von den Toten auferstand, hatte alle Trauer ein Ende und sein qualvolles Leiden gehörte der Vergangenheit an. Ab diesem Zeitpunkt waren sowohl der Blick Jesu als auch der Blick der Menschheit auf die Zukunft gerichtet. Die einmalige Botschaft von Ostern lautet, dass uns durch den Tod Jesu am Kreuz eine zweite Chance gewährt wurde. Wir dürfen unser altes Leben hinter uns lassen und von vorne anfangen. Unser neues Leben gleicht einer makellosen, unbefleckten Leinwand. Es wartet eine grenzenlose Freude auf uns und wir haben nun die Chance, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Hast du Jesus bereits als deinen Herrn und Retter angenommen? Wenn nicht, ist Ostern der perfekte Zeitpunkt, um ihn in dein Herz und dein Leben einzuladen. Hör auf, die Vergangenheit immer wieder aufleben zu lassen und dich wegen der Fehler, die du gemacht hast, zu quälen. All deine Schuld ist dir vergeben. Jesus liebt dich. Sprich zum Abschluss gerne folgendes Gebet mit mir. Jesus, ich möchte deine Erlösung annehmen. Mach mein Leben neu. Danke, dass du all meine Schuld vergibst und mir einen Neuanfang schenkst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.